Abi kann nicht mehr. High Five, erzählt von Steffen Halaschka. 1200 Kilometer weit weg von Auerbach, Kroatien. Das ist mir sehr wertvoll, nochmal eben intensiv Zeit mit den Kindern zu verbringen. Unverkennbar, die Beutelspacher Fünflinge sind erwachsen geworden, endlich 18. Und von morgens bis abends brutzeln die fünf Sonnenanbeter, Christian, Johannes, Silvana, Esther und Daniel. Kristallklares Wasser, 7 sportliche, braungebrannte Menschen. Es könnte ein Urlaub wie aus dem Katalog sein. Es könnte. Es ist nicht meine Art Urlaub hier, weil es mir einfach viel zu heiß ist. Es ist viel zu heiß für mich. Ich fühle mich bei den Temperaturen nicht wohl. Ich habe mich deshalb für den Urlaub trotzdem entschieden, weil die Kinder den Wunsch geäußert hatten, noch einmal einen Familienurlaub in Warm und Sonne und Strand und Meer. Mit 18 Jahren Fünflingserfahrung hat er eben gelernt, seine eigenen Bedürfnisse in großer Runde nicht zu thematisieren oder zumindest diplomatisch zu antworten. Ist es denn schön, Markus? Ich genieße es total eigentlich, mit alle 5 nochmal in Urlaub zu sein. So, ja, doch irgendwie der finale Schnitt. Auch wenn es manchmal irgendwelche Ja, warum lachen das jetzt alle? War doch eine einfache Frage. Ist es schön hier? Also sagen wir es mal so. Nee, zu 90% ist es hier sehr schön. 10% ja. Stress gibt's immer. Und dummerweise ist ausgerechnet heute so ein blöder 10%-Tag. Gemeinsam Urlaub machen heißt auch gemeinsam leiden. Zumindest, wenn die Eltern das Tagesprogramm ausgearbeitet haben. Dann gibt es natürlich immer 1-2 Leute, die jetzt irgendwie was gegen eine Sache haben oder auf irgendwas keine Lust haben. Ich weiß nicht, ich bin so jemand, nach 2 Wochen Urlaub, da reicht es mir eigentlich ehrlich gesagt. Silly, möchtest du mit? Nein. Wie kommt das? Die Mama hat gesagt, wer wandern will, soll seine Schuhe einpacken und wer nicht, nicht. Und ich habe meine Schuhe nicht eingepackt, also will ich auch nicht wandern gehen. Möchtest du denn so gar nicht diese kroatischen Wanderwege erkunden? Nein. Aber so ein bisschen Gruppenzwang gibt's halt immer in einer Großfamilie. Am Ende laufen alle mit in den Paklenica-Park, wo die alten Winnetou-Filme gedreht wurden. Oh Gott, nee, das ist ja furchtbar, hier hochzulaufen. Bei der Hitze kommen die Sportskanonen an ihre Grenzen. 2 Stunden Wanderung kommen ihnen ewig vor. Wir können jetzt drunter schreiben, nach 4 Stunden Wanderung haben wir das Ziel erreicht. Von den Eltern auf den Gipfel gepeitscht? Das kennen wir doch irgendwoher. Ach ja, Karls am Großglockner, 12 Jahre vorher. Die Fünflinge sind hier 6 Jahre alt, kurz vor der Einschulung. Das schafft ihr schon. Super. Super. Oh, ihr seid ja richtige Freeclimber. Machen wir eine Pause. Da oben gleich. Gehen wir da oben noch einmal über einen Zauberstein. Da ist noch einer. Dann machen wir Pause, okay? Ja. Einmal klettern wir noch, okay? Also noch schnell über den Zauberstein und der Gipfel ist erreicht. Insgesamt 5-mal hat die Familie hier in Österreich Urlaub gemacht. Und das war immer auch eine logistische Meisterleistung. So, und jetzt? Urlaubsvorbereitungen 2001. Die Fünflinge sind gerade mal 2 Jahre alt. Aber das Kofferpacken lassen sie sich partout nicht nehmen. Bei 5 Kindern kommt einiges an Gepäck zusammen. Willst du dir die Finger einklemmen? So prima. Bei Vater Markus steigt am Abend vor der Abreise der Puls. Denn er muss jetzt alles verstauen. 14 Tage Urlaub, das bedeutet 300 Windeln.
98 Paar Socken, genauso viele Unterhosen, 40 Schuhe und dann alles irgendwie rein in die Karre. Also für mich ist im Moment diese Urlaubspackerei und so Stress pur. Man hat dann einfach nicht die notwendige Zeit und Ruhe, diese Sache in Gemütlichkeit vorzubereiten, weil die Kinder brauchen einem ja auch. Es wird Zeit zu entschleunigen. 500 Kilometer weiter, Österreich. Hotelchef Johann Groder empfängt die Beutelsbachers persönlich. Servus, grüß euch. Auch für ihn sind die Fünflinge ganz besondere Gäste. Bislang war der Jenshof ein Ort zum Abschalten und Entspannen. Aber jetzt rücken die Beutelsbacher Fünflinge an. Und wir haben gelernt, ein freudiger Kitzel für den Hotelwirt. Die Eltern wollen sofort ins Gelände, wandern mit Fünflingen. Das funktioniert aber nur, wenn einer der Esel ist und zieht. Nanny Carmen ist als Anschieberin dabei. Aber dieser Aufstieg bringt vor allem einen ans Limit. Kinder, ihr seid schwer. Weiter, der Papa muss mal Pause machen. Papi, Papi kann nicht mehr. Die Ampel ist rot. Papi, die Ampel ist rot, genau. Ja. Glaubst du, Papi, nicht? Ampel wird grün, wir fahren weiter. Achtung. Nach dieser Bergtour hat sich Papi sein Mittagsschläfchen verdient. Er wirkt allerdings eher so, als sei er ins Koma gefallen. Der merkt ja gar nichts mehr. Die Kinder geben mir viel Liebe. Und also man merkt es einfach, wenn sie kommen und schmusen und kuscheln. Und auch dieses Vertrauen, das sie einem entgegenbringen, dieses kindliche Vertrauen, dieses sich völlig fallen lassen und einfach gehen lassen. Das ist schön. Und tatsächlich haben die Eltern hier auch mal eine kleine Auszeit. Kindermädchen Carmen kümmert sich um die Kids. Einfach mal wieder ein Paar sein. Das ist viel zu kurz gekommen, seitdem sie Eltern von Fünflingen sind. Nur mal zu zweit sein. Sich vielleicht auch mal irgendwo hinsetzen gemeinsam und nur ein bisschen gucken und ja, wieder ein bisschen körperliche Nähe auch zu spüren dann. Weil das bleibt ja unweigerlich auf der Strecke, wenn du permanent nur die Kinder um dich rum hast. Die Aktivurlaube hinterlassen Spuren bei den Beutelsbacher Kids. Schon mit 14 sind Ski Schnee von gestern. Alle fünf fahren Snowboard. Und wie? Dieses Gespür für Schnee kommt nicht von ungefähr. Denn schon mit 5 haben die Beutelsbachers auf Brettern gestanden und mussten sich am Lift behaupten. Heute gibt es solche Querelen nicht mehr. Aber die Erinnerungen fahren immer mit. Ist Esther im Schnee. Manche Dinge ändern sich offenbar nie. Ja, die Beutelsbachers und die Berge, das gehört zusammen. 2005 geht's auf Bergkristallsuche in Österreich. Vielleicht nicht das ideale Ferienprogramm für 6-Jährige. Ja, da muss man aufpassen. Mama, die Hammer sind so schwer. Oh, das ist so schwer. Der erste Verletzte ist Daniel. Die zweite, Silvana. Passiert, hat die Esther dir auch auf die Finger geklopft? Du dir selbst? Ja. Und es gibt noch ein Problem auf dem Berg. Pipi!
Bei aller Liebe für die Berge, auch beim Urlaub brauchen die Beutelsbachers irgendwann mal einen Tapetenwechsel. 2010. Packen für den Sommerurlaub in Frankreich. Ein neues Ziel, das alte Problem. Ich habe keine Ahnung, was die alles eingepackt haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hinten geht nichts mehr, vorne beginnt jetzt der Kampf um die besten Plätze. Ich sitze in der Mitte. Links hinten. Ich sitze vorne. Ja. Dann setz dich doch da hinten, Mira. Leg dich doch auf den Sitz. Ja, leg doch mal. Ich, Dani, mach mal den Schneller. Lass den Schneller mal da rein. Schmeiß dich auf Silvana, aber ich hab keinen Bock, dass der hier an den Gepäck geht. Mira, mach deinen Kopf da weg. Hund. Mira. Hund. Geh. Ein paar Stunden später ist der Stress verflogen. Hund, fünf Kinder, Mama, Papa, alle schippern auf einem Hausboot durchs Elsass. Die Entschleunigung wird nur durch eine tägliche Frage gestört. Wer steuert heute das Schiff? Sag mal, gib mir das Ruder, du fährst wie ein Besoffener. Das geht ja nur überhaupt nicht. Seit 23 Jahren kommen die Beutelspachers zu Stern TV. Heute haben wir sie mit einem Kinofilm überrascht, in dem sie die Hauptdarsteller sind. Die Fünflingsfamilie genießt gerade Urlaubsbilder aus dem Jahr 2010, Hausbootstour durchs Elsass und Papa Markus wollte unbedingt der Kapitän sein. Rechts, Johannes, rechts. Okay. Alles. Letzte Fisch darüber. Papa hat jetzt die Faxen dicke und übernimmt das Ruder. Und so lenkt Markus Beutelspacher den Kahn direkt gegen die Schleusenwand. Erklärungsversuche. Da kam der Wind unter der Schleusebrücke durch und es wirkt wie ein Trichter und es hat das Schiff gerade schräg gestellt. Festhalten! Na, für Verstecken ist es jetzt zu spät. Herr Beutelspacher, hat sich der Bootsverleiher bei Ihnen gemeldet? Gott sei Dank hat er sich nie gemeldet. Es war ja auch nur im Gummi was. Das Schiff selber hatte nichts. Aber was genau ist da schiefgegangen? Ja, sagen wir es ganz klar, Scheiße gebaut. Auch nach dem Trip bleibt die Talentfreiheit am Steuer ein Thema. Und was sagt ihr Mädels? Haben die Jungs gut gesteuert? Oder? Also, Christian und Dani haben nicht so gut gesteuert wie der Johannes. Warum nicht? Ach, laber doch keinen Dreck. Haben sich die Mädchen dumm angestellt? Nein. Manchmal nein, schon. Nein. Halt los, sie war halt ein bisschen durstig. Da war es ein bisschen schon. Brauchst du nicht sagen, ich auch. Hör auf. Kratzen, beißen, Haare ziehen, die Zeiten sind vorbei. Aber nicht die Lust, etwas gemeinsam zu unternehmen. Es ist März 2019 und bei dem, was die Fünflinge heute vorhaben, lassen sie den Papa lieber zu Hause. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt und deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass wir es jetzt einfach durchziehen sollten. Ich habe keine Ahnung, wenn es dann soweit ist, ob ich dann wirklich noch den Mut habe. Ich hoffe mal. Aber ich finde halt, wenn man sagt, dass man es macht, dann muss man es auch durchziehen. Flugplatz Schweighofen in der Südpfalz. Die fünf wollen tatsächlich gleich Fallschirm springen. Erst Einweisung durch die Trainer, dann Anlegen des korrekten Outfits. Hilfsbereit und machst du auch diese einmal auf. Ist das okay? Schön angenehm? Ach du Scheiße. We're gonna make the girls dance. Boarding completed. Noch sind alle happy und spielen Reporter. Und Silvana, glaubst du, du machst das? Natürlich macht ihr das. Nein, Johannes. Ich steig wieder aus. Nein. Ja, tust du. Ja. Ab geht's in 4000 Meter Höhe. Esther hat Schiss. Ja, ich bin auch angespannt. Ich bin nicht angespannt. Dann wird es ernst. Da
Daniel fliegt als Erster. Das ging schon als Kind ganz gut. Als Nächste ist Silvana dran. Was sie sich in den Kopf setzt, hat sie schon immer durchgezogen. Christian springt völlig furchtlos. Das war nicht immer so. Esther ist immer noch angespannt. Sie hatte immer schon gern ein Sicherheitsseil in der Nähe. Und zuletzt springt Johannes. Johannes als Letzter? Das kennen wir doch irgendwoher. Alle fünf landen sicher und sind einfach nur begeistert. Ja, ich saß ja direkt an der Tür und als dann die Tür aufging und ich runtergeschaut habe, habe ich gedacht, oh Gott. Und dann ging es aber so schnell und wir haben uns dann umgedreht und sind rausgesprungen. Und es war einfach so ein unglaubliches Gefühl, weil man denkt irgendwie an gar nichts mehr und man fällt einfach nur und es war einfach mega geil. Die Beutelspacher Fünflinge, auch über 20 Jahre nach ihrer Geburt sind sie immer noch gern zusammen. Einfach ein gutes Team. Daniel, das waren ja total schöne Bilder, die wir da von euch noch mal gesehen haben beim Fallschirmspringen. Ist das tatsächlich so, dass ihr heute einfach auch noch gerne zusammen seid, obwohl jeder so seinen eigenen Weg gegangen ist? Ja, also wir sehen uns zwar nicht mehr so häufig, aber wir versuchen uns schon auch noch alle zu treffen und auch Dinge zusammen zu unternehmen. Und man hat sich natürlich auch immer viel zu erzählen, weil wenn man sich tatsächlich dann nicht so häufig sieht und auch nicht jeden sieht, ist auch mal wieder in so einer großen Familie das Problem, wem habe ich jetzt was schon erzählt? Und dann kommt der eine und sagt, ja nee, das hast du mir noch gar nicht erzählt. Und so ist es halt schön, wenn dann wirklich mal alle zusammen sind, dass man sich dann auch immer austauschen kann und es ist einfach immer so wie früher. Man merkt, die kleinen Fünflinge sind ganz schön groß geworden. Yeah.